Herzlich willkommen zu dieser Infoveranstaltung der LIG Akademie für Foto und Design. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Ich darf Ihnen ein bisschen was erzählen über die Ausbildung und die Diplomlehrgänge der LIG Akademie für Foto und Design. Die LIG Akademie für Foto und Design hat eine relativ lange Geschichte. Ich selbst habe im Jahr 1987, damals noch unter dem Namen Viscom Akademie in Pasching Berlins, die erste Fotoschule, privatwirtschaftliche Fotoschule Österreichs gegründet. 2011 kam der Schritt nach Wien und dann auch der Namenswechsel in Wien, in Linz, Entschuldigung. Und seit dem Jahr 2015 gibt es den Standort auch in Graz. Wir sind seit 2017 an allen unseren Standorten ÖZERT und WINZERT zertifiziert, im letzten Jahr rezertifiziert. 2017 kam LIG Online dazu und seit 2019 haben wir auch den Standort in Klagenfurt. Wer ist die LIG Akademie? Die Frau Ingenieur Gusenbauer hat die Direktion über. Sie ist Meisterfotografin, unterrichtet selbst zum Teil in der Meisterklasse Fotografie, in der Masterclass künstlerische Fotografie und kümmert sich sonst um die Belange in der Direktion. Ich selbst bin auch gelernter Fotograf. Eigentlich bin ich gelernter Betriebswirt, habe dann irgendwann die Meisterprüfung nachgemacht und seit vielen Jahren Berufsfotograf und eben in der Schulung tätig. Ich bin der Lehrgangsleiter für alle Standorte der LIG Akademie. Wir beiden geben gemeinsam das Fotokult-Magazin heraus, das heißt eine österreichische Zeitschrift für Fotografie und Lifestyle, die ein bis zweimal im Jahr in der Printversion erscheint oder eben auf www.fotokultmagazin.com in der Online-Version zu sehen oder zu täglich zu lesen ist. Wir würden nicht drei Standorte betreiben können, wenn wir nicht ein Team von Spezialistinnen und Spezialisten hätten. Insgesamt zwischen 30 und 40 Personen unterstützen uns beim Unterrichten, beim Verwalten etc. Das sind Leute, die im Beruf stehen, die das, was sie hier unterrichten, auch entsprechend täglich im Beruf machen und die vor allen Dingen dieses Wissen auch vermitteln können. Ich habe hier eine Folie, die Ihnen den Überblick gibt über das, was die LIG Akademie für Foto und Design ist und macht. Wir haben, Entschuldigung, wir haben die Vollzeitausbildung. Das heißt, das sind die Sparten Fotografie, Film und Mediendesign. Und wenn man jeden Tag hier von Montag bis Donnerstag über 2 Semester in die Schule geht, dann ist das unsere Vollzeitausbildung. Die Bereiche der Erwachsenenbildung sehen Sie hier im linken Bereich aufgelistet. Das heißt, es gibt den Diplomlehrgang Digitale Fotografie, den Diplomlehrgang Fotodesign, den Diplomlehrgang Filmen, den Diplomlehrgang Mediendesign und die Ausbildung Mediengestalter oder Mediengestalterin. All diese Lehrgänge umfassen 2 Semester. Aufbauend auf die fotografischen Lehrgänge gibt es dann die Möglichkeit, die Meisterklasse Fotografie weitere 2 Semester zu besuchen und dann könnte man auch ein Baccalaureat anschließen oder die Masterclass künstlerische Fotografie im Anschluss an die Lehrgänge machen. Ein eigener Part, wenn Sie so wollen, ist die Social Media Akademie. Das heißt, im Bereich Social Media gibt es Online-Kurse. Social Media Akademie findet ausschließlich online statt. Es gibt einen Diplom-Lehrgang Social Media Managerin oder Social Media Manager und einen Diplom-Lehrgang Online-Marketing. Diese beiden gemeinsam können Sie auch als Kompaktlehrgang besuchen. Das war mal der Überblick. Ich gehe jetzt hier nochmal ins Detail rein. Die
Lehrgänge an sich sind berufsbegleitend gedacht, deswegen gibt es meist auch Gruppen am Wochenende oder unter der Woche. Das heißt, Sie selbst haben die Wahl, welche Gruppe das Sie besuchen wollen. Das suchen Sie zu Lehrgangsbeginn, zu Semesterbeginn aus und dann ist das Ihre Gruppe. Prinzipiell bei allen Lehrgängen, die Dauer ist 2 Semester. Es gibt fixe Tage, wo Sie hier vor Ort sind und dazwischen auch entsprechende Übungen machen. Ich werde jetzt versuchen, Ihnen diese Lehrgänge ein bisschen näher zu bringen, weil im Prinzip ist alles sehr gleich gestrickt vom Aufbau her. Das heißt, der Lehrgang an sich besteht aus 6 Tagen, die unterrichtet werden. Wenn es ein Online-Lehrgang ist, online, wenn es ein Vorort-Lehrgang ist, vor Ort. Das ist Erwachsenenbildung. Sie können zusätzlich noch freiwillige Veranstaltungen, kostenlose freiwillige Veranstaltungen am Abend besuchen, wie Helpdesks, Bildanalysen etc. Dieser Unterricht findet eben geblockt statt. Jeder Lehrgang besteht aus 2 Semestern, das heißt, man kann nur beide Semester buchen. Ein Semester zu besuchen wäre nur in der Sommerakademie möglich. 6 Termine, wie gesagt, pro Semester. Sie finden das auf der Webseite unter Termine. Diese mystischen Abkürzungen DFO, FDS, das sehen Sie hier aufgegliedert. Das ist nur, weil bei den Terminen 1 bis 6 ist das erste Semester und 7 bis 12 ist das zweite Semester, ist es leichter, nur diese Abkürzung zu schreiben. Lassen Sie mich beginnen mit diesen berufsbegleitenden Lehrgängen, weil sich dadurch viele Dinge quasi erklären, die ich natürlich nicht wiederholen werde. Das heißt, der Lehrgang an sich, egal ob es Mediendesign, Filmen oder Fotografieren ist, ist so aufgebaut, dass zu Beginn des Lehrgangs eher ein Vorlesungscharakter ist und dass dann eben, je weiter es ins Semester reingeht, das Ganze einen Workshop-Charakter hat. Dazwischen sind Hausarbeiten, Hausübungen, was man nicht zu unterschätzen sollte, zu erledigen und die sind dann Teil der Abschlussarbeit, der Semesterarbeit und es gibt am Ende des Semesters eine entsprechende Klausur. Das führt dann dazu, dass Sie am Ende dieser Ausbildung, dieser Lehrgänge Ihr Diplom in Händen halten können und wenn es keine Covid-Einschränkungen gibt, diese Diplome auch bei entsprechenden Diplomfeiern verliehen werden. Von der Gebühr her, bis auf 2 oder 3 Ausnahmen, das sind nämlich die, die einen längeren Umfang haben oder einen größeren Umfang haben, kosten alle Lehrgänge dasselbe, das heißt 890 Euro pro Semester und im zweiten Semester kommt eine Prüfungsgebühr von 90 Euro dazu. Da die Kombination Fotografie und Fotodesign die beliebteste ist, bei unseren Studentinnen und Studenten gibt es für diese Kombination einen vergünstigten Preis, der mit 1690 Euro im ersten Semester für die Kombination Fotografie und Fotodesign sich beläuft. Wenn wir über die Kurskosten reden, vielleicht gleich der Hinweis, als WinCert und ÖCert zertifiziertes Institut haben wir viele Förderstellen, sind wir Partner vieler Förderstellen. Wir haben versucht, auf unserer Webseite im Menü unter Förderungen, dass Bundesländer getrennt möglichst lückenlos aufzulisten. Was noch fehlt, ist, dass wir in Niederösterreich für die EPUs auch zertifiziert sind, dass wir auch in Tirol für Förderungen zertifiziert sind. Das muss man auf der Webseite mal nachtragen. Aber Sie finden das im Punkt Förderungen. Was wichtig ist im Zusammenhang mit Förderungen, Sie benötigen für die meisten Förderungen einen Kostenvoranschlag. Deswegen gibt es auf der Webseite auch den Punkt Kostenvoranschlag, wo Sie ein Formular ausfüllen und dann ein paar Tage später Ihren individuellen personalisierten Kostenvoranschlag bekommen. Ich werde Ihnen jetzt beim Lehrgang Digitale Fotografie ein bisschen den Ablauf erzählen und Sie werden sehen, bei jedem Lehrgang wird es dann knapper, kürzer. Also wir sind hier in ungefähr 30 Minuten durch und dann können Sie jederzeit Ihre Fragen an mich stellen. Das heißt,
der Lehrgang Digitale Fotografie, wenn Sie die Inhalte wissen wollen. Dann gehen Sie auf die lickakademie.com Webseite, auf Lehrplan und dann finden Sie bei Lehrgang Digitale Fotografie das sehr detailliert aufgelistet. Die Termine finden Sie im Menü Termine und wenn Sie zum Beispiel jetzt im Herbst beginnen wollen, dann ist das der Jahrgang 21. Wenn Sie nächstes Jahr im März beginnen wollen, ist das der Jahrgang 22. Wenn Sie nächstes Jahr im Herbst wieder beginnen, ist das der Jahrgang 23. Also es deckt sich zufällig gerade die Jahreszahl ist zufällig gerade auch die Lehrgangszahl. Warum? 10 Jahre Jubiläum, die Lickakademie in Wien. Wir haben genau im September unser 10-jähriges Jubiläum und so auch bei der Sommerakademie und so weiter. Vielleicht noch der Hinweis, ganz, ganz kurz. In diesem Lehrplan ist es detaillierter aufgelistet. Aber die ersten 6 Veranstaltungen des ersten Semesters sehen Sie hier auf der Folie. Das heißt, der erste Tag sind die Grundlagen, das Technische. Der zweite Tag geht es rein in die Bildgestaltung. Am dritten Tag ist Studiotag. Das heißt, Fotoshooting, klassisches Porträt im Studio, alles, was übers Blitzen ist, wird didaktisch unterrichtet, etc. etc. Der vierte Kurstag, also ungefähr immer 1 bis 2 Wochen Zeitfenster für die praktischen Übungen, für die Aufgaben dazwischen. Der vierte Kurstag ist der Tag, an dem es um Reportagefotografie geht, um Fotojournalismus. Und der fünfte Kurstag, hier gibt es bereits Ihr Portfolio-Briefing und aber auch im Studio nochmal Beauty-Porträt. Der sechste Kurstag ist ein Kurstag, den Sie online absolvieren können, das heißt, die Klausur, sowohl eine Praxisklausuraufgabe als auch ein Multiple-Choice-Test, der ist am 6. Kurstag des ersten Semesters online zu machen. In der digitalen Fotografie haben wir, wenn Sie jetzt im Herbst beginnen, dann über die Semesterferien im Februar die Ferien kurz und im März nächsten Jahres wäre das zweite Semester. Hier ist ganz, ganz stark der Lehrplan an die fotografischen Themen geknüpft. Das heißt, es gibt Architekturfotografie, es gibt den Bereich Mode, Cover und Editorial Modefotografie. Da wird mit Models fotografiert, da wird wirklich ein Cover erstellt. Es gibt den Bereich Charakterporträt, es gibt nochmal einen Teil Bildgestaltung, den zweiten Teil experimentelle Fotografie und Werbe- und Produktfotografie. Und dann ist schon die Zielgerade des zweiten Semesters erreicht. Das heißt, dann gibt es wieder die Klausur. Ganz kurz eine Folie dazwischen zum Anmelden. Anmelden können Sie sich bei uns ausschließlich online. Sie finden auf der Webseite im Menü den Button Anmeldung. Sie finden aber auch bei den Kursen die Anmeldung. Ich weiß, das ist zum Teil ein bisschen unübersichtlich, weil es so viele Kombinationen gibt, die Sie wählen können aus Kursen am Wochenende oder unter der Woche, wenn Sie unsicher sind. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung oder wenn Sie eine spezielle Kombination haben wollen, die in diesem Formular nicht vorgesehen ist, einfach für eines anmelden, E-Mail hinten nachschicken, um dann hier entsprechend das zu ändern und korrigieren. Okay, das war der Lehrgang Digitale Fotografie, DFO, wie es bei uns abgekürzt heißt, der Lehrgang Fotodesign. Hier geht es um die Bildbearbeitung. Ich verspreche Ihnen jetzt viel weniger Folien, auch hier 6 Tage vor Ort im Semester. Wichtig ist, beim FDS Fotodesign können Sie entscheiden, ob Sie vor Ort den Kurs besuchen wollen oder ausschließlich online. Diesen Kurs können Sie Österreich und Deutschland weit oder überall, wo Deutsch gesprochen wird, besuchen. Das heißt, Sie müssen nicht mal herkommen. Das ist eine Live-Veranstaltung, aber natürlich auch vor Ort an allen Standorten zu buchen. Nochmal der Lehrplan ganz genau aufgelistet auf der Webseite. Hier steht im Detail, was gemacht wird in diesem Lehrgang. Prinzipiell geht es um Adobe Photoshop, prinzipiell geht es um Lightroom, um die RAW-Entwicklung, um die Adobe Bridge, um einen effizienten professionellen Workflow, um die Dateiformate, um die Bildverbesserung, um Freistellen und Composings, um Beauty-Retusche und das alles eingepackt in 12 Kurstage in 2 Semestern. Ich habe es schon erwähnt,
Dieser Lehrgang ist auch ausschließlich online zu besuchen. Was brauchen Sie, wenn Sie diesen Lehrgang besuchen wollen, egal ob online oder hier vor Ort? Sie brauchen einen eigenen Laptop, Sie müssen mit dem umgehen können und Sie brauchen die Adobe Software, Photoshop, Lightroom und Bridge, die Sie in der Studentenversion bekommen, wenn Sie bei uns einen Lehrgang machen. Dazwischen sollte man durchaus üben und man muss auch was lernen. Das möchte ich an der Stelle betonen, dass es nicht getan ist, nur die Tage zu kommen, wo der Kurs ist, sondern muss dazwischen auch, das ist diese Auflistung der Stunden, die Sie auf der Webseite finden, man muss dazwischen auch entsprechend bereit sein, Übungen zu machen. Okay, Lehrgang Fotografie, Lehrgang Fotodesign. Wie gesagt, diese beiden Lehrgänge können Sie im Package buchen, dann ist das Package auch die Gewinner förderbar. Wenn Sie nur den Lehrgang Fotografie besuchen, ist der nicht die Gewinner förderbar. Lehrgang Fotodesign alleine allerdings schon. Ebenso die Gewinner förderbar ist der Lehrgang Mediendesign. Sie wissen es inzwischen, 2 Semester, 6 Kurstage vor Ort, 890 Euro im Semester. Die Inhalte, hier geht es um die Grafik, hier geht es in 2x6 Tagen um Gestaltung, um Layout, um die Grundlagen, um Schrift, um Typografie, Webseite, SEO, Social Search Engine Optimizing. Sie lernen InDesign von der Pike weg, Sie lernen Illustrator von der Pike weg. Es geht bis in die professionelle Druckvorstufe rein und bis hin zu Kreativitätstechniken. Lehrgang Mediendesign. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, 2 Gruppen. Jahrgang 21 ab Herbst bietet die Möglichkeit, die unter der Woche Gruppe, die montags ist und die am Wochenende ist immer Samstag oder Sonntag variabel. Vielleicht an der Stelle, ich habe es nicht erwähnt, auch bei Fotografie und auch bei Fotodesign am Standort Wien haben Sie die Möglichkeit, zwischen unter der Woche oder am Wochenende zu wählen. An den Bundesländerstandorten Linz, Graz, Klagenfurt gibt es diese Kurse nur am Wochenende. Digitaler Film, auch hier 6 Kurstage im Semester. Unter Lehrplan finden Sie die Inhalte. Es geht um Ton, es geht ums Filmen, es geht um die Kameratechnik und es geht um den Schnitt. Lehrgangsleiter ist Robin Weigelt. Er hält selbst 90% dieser Veranstaltungen. Lehrgang Film kann auch online besucht werden. Hier sind allerdings pro Semester je 1 Praxistag, wo Sie vor Ort nach Wien zum Filmen kommen sollten. Aber sonst den Rest des Kurses können Sie auch online besuchen. Auch hier gibt es 2 Gruppen, eine Montagsgruppe und eine, die immer sonntags ist. Was brauchen Sie? Sie brauchen einen Laptop, Sie brauchen Adobe Premiere Pro und eine Kamera, mit der Sie filmen können. Okay, jetzt kommt das Package Social Media. In unserer Social Media Akademie sind wir ausschließlich online unterwegs. Das heißt, komplette Fernlehrgänge. Der erste Lehrgang, über den ich Ihnen was erzählen möchte, ist der Online-Lehrgang Social Manager, Social Media Manager oder Managerin Online. Besteht aus 2 Semestern. Sie müssen Ihren Computer benutzen können. Sie brauchen ein relativ gutes Internet. Der kostet auch wie die vorhergehenden Lehrgänge 890 Euro im Semester. Das sind 10 Termine. 10 Termine und auch hier im Selbststudium wieder was zu tun. Und das ist immer samstags von 10 bis 13 Uhr. Startet das nächste jetzt sehr zeitnah. Und wie gesagt, Social Media Manager startet relativ oft und Sie können hier quasi lückenlos einsteigen. Geht hin bis zur ISO 17024 Personenzertifizierung auf lick.academy oder lick-online finden Sie die Details dazu. Wenn Sie mehr Details aus erster Hand erfahren möchten, die Lehrgangsleiterin Mirella Jasic ist die Social Media Expertin von Ö1. Sie macht bei uns auch eine Einführung, einen extra Infoabend für diesen Lehrgang. Der ist regelmäßig. Sie haben es hier eingeblendet. Wenn Sie auf www.edutipmarket
/w/373400 gehen, können Sie einen Online-Termin live mitmachen oder sich eine Aufzeichnung der letzten Termine hier ansehen. Die zweite Geschichte im Social Media Management ist der Lehrgang Online Marketing. Der schlägt aus der Reihe, der hat keine zwei Semester, sondern der hat ein Semester, 10 Veranstaltungen. Lehrgangsleiterin Xenia Makarova, sie ist Profi aus der Werbung. Felix Abrudan ist der zweite Dozent, das heißt, hier haben wir einen Lehrgang, der auch regelmäßig immer wieder beginnt. Der nächste ist jetzt im Mai, wird aber im Halbjahrestakt gestartet. Das heißt, man kann hier jederzeit einsteigen. Kurstag ist immer am Freitag von 15 bis 18 Uhr. Auch hier die Voraussetzung, Sie brauchen ein Internet, um mitmachen zu können, und gute Computerkenntnisse. Hier ist der Unterschied, keine zwei Semester, sondern ein durchgängiger Lehrgang, von den Kosten her 1180 Euro komplett. 10 Termine und eine selbstständige Aufgabenlösung ist hier zu machen. Auch hier ist die ISO-Zertifizierung möglich und auch hier gibt es einen separaten Beratungsabend mit Xenia Makarova auf edutip.market/w/366670, auch die Aufzeichnungen zum Ansehen. Okay. Diese Social Media Lehrgänge, nämlich den Social Media Manager und das Online Marketing, können Sie gebündelt als Kompaktausbildung online besuchen und da ist dann die ISO 17024 Zertifizierung inkludiert. Sie haben es gleich überstanden, das meiste habe ich schon erzählt. Vielleicht eins noch, bis jetzt haben Sie über Lehrgänge gehört von mir, über Diplom-Lehrgänge. Einzige Ausnahme, es war schon der Kompakt-Lehrgang, der aus zwei Kursen besteht, aus zwei Lehrgängen besteht. Und jetzt noch der Hinweis, Ausbildung Mediengestalter, Mediengestalterin. Das ist eine Ausbildung, die besteht aus dem Diplom-Lehrgang Fotodesign, aus dem Diplom-Lehrgang Mediendesign und standardmäßig aus dem Diplom-Lehrgang Filmen. Sie können aber den Diplom-Lehrgang Filmen ersetzen durch den Diplom-Lehrgang Fotografie. Das ist eine Absprachesache, wie es Ihnen lieber ist. Außer Fotografie ist hier auch alles online möglich. Ja, das heißt, auch das Filmen online sind zwei Praxistage vor Ort in Wien, aber der Rest ist alles online. Das heißt, Sie haben drei Lehrgänge zu je 6 Tagen im Semester, die Sie österreichweit online besuchen können oder eben an den Standorten Wien, Graz oder Linz vor Ort machen können. Hier haben wir mehrere Einstiegsmöglichkeiten, entweder September, Oktober im Herbst oder im Frühling, Februar einsteigen, dann ist man im Jänner fertig oder Sie können auch im Juli über die Sommerakademie einsteigen, dann wären Sie auch im Jänner fertig. Die Kosten für diese Ausbildung sind 5.890 Euro oder monatlich 6 Monate zu zahlen mit 990 Euro. Gut, das war das Hauptgerüst der Veranstaltungen der LIK-Akademie für Foto und Design. Aufbauend auf die digitale Fotografie gibt es die Meisterklasse-Fotografie, das heißt zwei weitere Semester angewandte Fotografie. Hier geht es rein um Berufsfotografie oder, wenn Sie sagen, ja, mich interessiert die Berufsfotografie nicht, die Masterclass-Künstlerische Fotografie. Hier geht es nicht um Auftragsfotografie, hier geht es nur um künstlerische Fotografie. Das Ziel ist eine Ausstellung am Ende des Lehrgangs. Der Max Lottmann ist Berufsfotograf, der Cheffotograf von Wiener und hier abgebildet, weil der Max Lottmann unterrichtet bei uns Street- und Reportagefotografie und der Max Lottmann ist der Lehrgangsleiter des relativ jungen Diplomlehrgangs Fotojournalismus und Pressefotografie.
Das ist auch ein Lehrgang, der nur aus 2 Praxistagen vor Ort besteht. Den Rest können Sie auch online machen. Sie können aber den ganzen Kurs online hier, offline hier vor Ort besuchen. Oder Sie sagen, okay, ich mache die Didaktik online und komme für die Praxis hier hin. Es geht um Selbstvermarktung, es geht um alles, was Pressefotografen brauchen, eine komplette Ausbildung in diesem Bereich. Auch hier gibt es 2 Gruppen, eine Gruppe unter der Woche, mittwochs, eine Gruppe am Sonntag. Es geht um Storytelling, Sportfotografie, Redaktion, Selbstvermarktung, habe ich schon gesagt, Akkreditierungen etc. Gut, wir sind nahezu durch mit der Information von mir und dann können Sie im Anschluss sofort Ihre Fragen stellen. Der Sommer kommt und mit dem Sommer kommt die LIG Sommerakademie. Sommerakademie-Webseite. Und jetzt nochmal ganz, ganz kurz. Lehrgang, Fotodesign-Lehrgang, Fotografie-Lehrgang zusammennehmen und jeden Tag vor Ort von Montag bis Donnerstag hier in die Schule gehen, dann ist das die Vollzeitausbildung. Die Vollzeitausbildung dauert 2 Semester, 9 Monate, beginnt am 20. September. Man bewirbt sich, das kostet 890 € im Monat. Es sind die Bereiche, die ich gerade genannt habe. Auf www.ligakademie.info finden Sie alles zu dieser Vollzeitakademie. Und vielleicht noch zum Abschluss, ich habe jetzt ein paar Mal über diese ISO 17024-Zertifizierung gesprochen. Die LIG-Akademie ist Partner des TÜVs. Die Prüfungen werden auch hier abgehalten. Am Ende des Lehrgangs können Sie sich dann entscheiden, ob Sie davon Gebrauch machen wollen. Eine relativ neue Sache, wir haben erst einen Absolventen. Sie können im Anschluss an den Lehrgang und an die Meisterklasse Fotografie bei der Triagon Akademie den Bachelor of Creative Media machen. Also wenn Sie da Interesse dran haben, nach 2 Jahren ist das auch hier möglich. Auf www.lig-online.com finden Sie die Social Media Lehrgänge, aber nicht nur das, sondern auch immer wieder zusätzliche Kurzimpulsveranstaltungen. Schauen Sie da einfach rein, bequem von zu Hause aus, lig-online.com. Wie gesagt, seit dem Jahr 2017 machen wir diese Online-Kurse auch. Das hat uns geholfen, als die Covid-Krise kam und alle plötzlich umstellen mussten auf Online, hatten wir keine Kinderkrankheiten vom Online mehr zu bewältigen, sondern unser System ist gestanden und hat funktioniert. Das als auch die Antwort auf die Frage, die oft und gerne gestellt wird, wie sehen Sie sich denn? Es ist unser Herzblut, die Ausbildung im kreativen Bereich und wir arbeiten daran, dass Sie sich wohlfühlen. Gut, wenn die Diplomfeier da ist, dann sind auch oft die Mühen vergessen und der Stress vergessen. Eines muss man sich klar sein, das ist eine Ausbildung. Sie haben dazwischen Aufgaben zu lösen. Es ist durchaus was zu lernen, zu tun. Aber dann ist die Freude groß, wenn Sie diesen Abschluss haben. Ich darf noch eins sagen, was LIG heißt. LIG heißt das Antlitz, das schöne Abbild aus dem slawischen Sprachraum. Ganz einfach, weil die Frau Gusenbauer, als sie von Kiew nach Wien kam, vor vielen, vielen Jahren in der Spittelberggasse mit einem Porträtstudio begonnen hat, dem Atelier LIG. Da ist jetzt die Galerie LIG drinnen und wir sind soweit durch. Sie können sich anmelden oder noch besser, Sie können jetzt einfach Ihre Fragen an mich stellen und ich bin da, um diese zu beantworten. Ja, so, und Vielen wie Dank für Ihre gesagt, jetzt Aufmerksamkeit. live. Ich schalte mal den Chat groß, wenn Sie noch Fragen reinschreiben, dass ich die sehe. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts übersehen bei den Fragen. Ich glaube, die habe ich soweit beantwortet. Sollte ich was übersehen haben, bitte weisen Sie mich nochmal darauf hin. Und wie gesagt, wenn Sie eine Frage haben,
über die wir ausführlicher reden sollten, dann einfach Mikro in den Chat reinschreiben und wir können dann miteinander plaudern. Oder schreiben Sie Ihre Frage rein und ich beantworte sie. Okay, da kommt was. Als Mediendesign, als Einzellehrgang. Ja, okay, sofort, Herr Wiese. Ich beantworte ganz kurz die Frage von der Frau Abel. Ja, dann habe ich die Frage habe ich offenbar übersehen. Selbstverständlich, den Diplomlehrgang Mediendesign gibt es als solches mit den 6 Kurstagen im Semester. Das ist dann der Diplomlehrgang Mediendesign. Die Inhalte oder der Lehrplan ist im Internet klar aufgelistet. Also es geht ums grafische Gestalten, um die Grundlagen, es geht um den Einsatz von InDesign, Illustrator etc. Und die Geschichte mit der Ausbildung Mediengestalter ist nichts anderes, wie dass das ein Bundle ist aus 3 Diplomlehrgängen plus dem Praktikum, um zum Beispiel für Bildungskarenz eine einzige Ausbildung zu schaffen. Okay. Herr Wiese, sofort, ich muss Sie hier aus der Liste raussuchen. Okay, jetzt haben Sie die Möglichkeit zu entscheiden, ob Sie nur das Mikro einschalten oder auch die Kamera ganz wie Sie möchten und wir können uns unterhalten. Sehr gerne, Frau Abel, wenn jemand anderer noch Fragen hat, jederzeit. Hallo, grüß Sie. Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für Ihre Einführung. Ich Bitte. habe die Termine für 2024 noch nicht gefunden auf der Homepage. Ab wann wird es die Die geben? sind schon da, die sind jetzt seit einer Woche da. Okay. Ich kopiere Ihnen den Link gerade, während wir reden. Wenn Sie auf die Hauptseite gehen, linkakademie.com, ja, dann gibt es im Menü oben, das sind diese 3 kleinen Striche, den Punkt Termine und da gibt es noch die Termine vom jetzigen Herbstsemester und drunter stehen bereits die Termine, so ich muss jetzt zurücksuchen hier, stehen bereits die Termine für den Frühling und seit ein paar Tagen ist die Anmeldung auch möglich. Das ist der Okay. direkte Link, ich habe ihn gerade reinkopiert und ja. Okay. Herzlichen Dank einmal für dies. Ich habe noch eine zweite Frage. Bitte gern. Wie sehr ist garantiert, dass der Unterricht auch in Präsenz stattfindet? Weil natürlich man alles online machen kann, das ist mir schon klar. Aber ich würde auf den Präsenzunterricht durchaus Wert legen. Ja. Wie handhaben Sie das? Die Tendenz ist aktuell ganz massiv wieder am Vorort. Ja, also wir haben im aktuellen Lehrgang nur einen kleineren Teil der Teilnehmerinnen in der Online-Version, was in den letzten Semestern oder Jahrgängen anders war, da war es umgekehrt. Momentan ist es Ja. wieder so, dass mehr Leute vor Ort sind. Ja, das Einzige, was es nicht vor Ort gibt, ist Online-Marketing und Social Media Manager. Okay, alles klar. Herzlichen Alles Dank. andere ist immer auch vor Ort. Ja. Vielleicht eine Frage noch. Wie viele Vortragende gibt es für den Lehrgang digitale Fotografie unterschiedliches? Machen nur Sie das oder gibt es unterschiedliche Vortragende? Ich bin momentan nur mehr am Und Verwalten und ja. organisatorische Dinge machen. Und wir haben jetzt auch einen Standort in Spanien, deswegen habe ich die Palme im Hintergrund. Schön. Es hängt vom Standort ab. Ja? Zum Beispiel Graz hat ein eigenes Team rund um den Niki Schreinlechner. Welcher Standort wäre denn für Sie interessant? Wien. Wien. In Wien sind es für im zweiten Semester die Spezialisten für die Fachbereiche. Ja, das heißt, sie haben da im zweiten Semester für Produktfotografie gibt es 2 Dozenten, die diesen Bereich bespielen. In der Architektur gibt es einen. Im ersten Semester bei Reportage ist es auch einer. Im Endeffekt haben sie nur einen einzigen Dozenten 2 oder 3 Mal, weil das jeweils die Fachleute sind für diesen Bereich. Und so, das ist mir runtergefallen, was ich sagen wollte. Na, es passt eh. Ich Das weiß wieder, ist es gibt aber ja. immer mindestens 2 aus dem einfachen Grund, damit auch ein Ersatz da ist. Ja, herzlichen Dank.
Bitte Danke sehr sehr. gerne. Und wichtig ist vielleicht noch Folgendes: Der Lehrplan ist auch für unsere Dozenten verbindlich. Das heißt, egal an welchem Standort das es ist, das wird auch bei entsprechenden Dozentenkonferenzen gebrieft. Der Inhalt ist immer der gleiche. Natürlich gibt es einen gewissen persönlichen Touch, aber vom Lerndings sollte es immer gleich sein. Danke sehr. Bitte sehr gerne. Ich befreie Sie vom Live-Bild, wenn Sie wollen, oder Sie können es selber ausschalten. Okay, ich Ja, will Sie nicht danke. rausklicken da jetzt, sage ich. Okay, perfekt, Ach, danke. danke sehr. So, da Danke. gibt es inzwischen noch ein paar Fragen. Kann man mit 17, ich mache wieder die Fragen ein bisschen größer, kann man mit 17 Jahren aus dem Ausland eine Online-Ausbildung im Mediendesign machen? Selbstverständlich, selbstverständlich, absolut, jederzeit möglich. Dann gibt es die Frage, wie oft muss man vor Ort sein beim Mediendesign? Ja, und ob es vor Ort oder auch online. Mediendesign ist immer eine Live-Vor-Ort-Veranstaltung, die gestreamt wird. Ja, das heißt, ungefähr die Hälfte der Teilnehmerinnen ist vor Ort, die andere Hälfte ist online dabei. Sie können dann auch während des Semesters switchen. Im Prinzip auch jetzt, also sowohl vor Ort als auch online. Vor Ort allerdings nur in Wien. Ja, also online europaweit, wenn man so will, oder weltweit. Und vor Ort gibt es Mediendesign am Standort Wien. Wie oft muss man vor Ort sein? Das ist die Antwort, die ich vorhin kurz gegeben habe. Das hängt, also wir reden über Erwachsenenbildung. Wir gehen davon aus, wenn Sie sich für einen Kurs anmelden, dann wollen Sie das machen und dann sind Sie auch bestrebt, so viel wie möglich hier zu sein. Wenn Sie an einem Tag nicht können, könnten Sie in die andere Gruppe wechseln. Es gibt bei den Kursen, die online live sind, auch immer Aufzeichnungen. Die Anwesenheitsgeschichte fängt erst dann zu greifen an, wenn Sie in der Vollzeitschule sind und noch nicht volljährig sind. Dann muss man aufpassen, oder wenn Sie eine Förderung haben, weil Förderstellen auch unterschiedliche Anforderungen haben, aber die liegt bei meistens 75%. Fokussiert Mediendesign auf Bearbeitung? Nein, gar nicht. Gar nicht. Die Bearbeitung von Fotos ist Fotodesign. Ja, da geht es um RAW-Entwicklung, Retusche, Photoshop etc. Im Mediendesign kommt das gar nicht vor, überhaupt keine Bildbearbeitung. Hier geht es darum, Illustratorin zu werden, beziehungsweise eine grafische Ausbildung zu haben, neben den Grundlagen und den Praxisteilen eben eine Ausbildung im InDesign und eine Ausbildung im Illustrator von null weg sozusagen. Okay. Gut. Gibt sonst noch eine Frage oder jemand, der mit mir sprechen will? Okay. Gut. Wenn keine Fragen mehr sind, warte noch kurz. Sieht aber so aus, wie wenn keine mehr wären. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass Sie da waren. Und ja, da ist keine Frage mehr. Wenn Ihnen noch irgendwas einfallen sollte, ich schreibe meine E-Mail-Adresse rein. Kann man auch monatlich bezahlen? Ja, auch das ist möglich. Nach der Anmeldung einfach Bescheid geben, dass Sie eine Ratenzahlung haben möchten. Das ist kein Problem. Ich schreibe Ihnen meine E-Mail-Adresse erik.berger@likakademie.at. Wenn Ihnen noch was einfallen sollte, schicken Sie mir eine E-Mail. Ich helfe gerne. Und wie gesagt, aktuell Jahrgang 25, zwei Sachen fangen noch an, übernächste Woche Social Media Management und am ersten Sonntag im November filmen die Gruppe B. Alles andere sind dann die Termine des Jahrgangs 26, die bereits veröffentlicht sind und auch schon buchbar sind. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie da waren und wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und vielen Dank für Ihre Zeit. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der einen oder anderen Veranstaltung einmal live auch persönlich sehen. Einen schönen Abend und Dankeschön. Danke. Wiedersehen.